Christine Lagarde ist die prototypische Vertreterin des Systems, für das die EZB steht. Und wofür steht die EZB? Sie steht im Prinzip für ein System der Korruption und der Enteignung und der Umverteilung von unten nach oben. So wie die FED übrigens auch. Die FED druckt Geld, gibt es den Banken und Investmentbanken und Hedgefonds, die damit Spekulationen betreiben und die damit riesige Blasen aufsteigen lassen, Finanzmarktkrisen heraufbeschwören, dann gerettet werden müssen und noch mehr Geld bekommen. Keiner der dort tätigen Politiker hat irgendeinen Datenpunkt aus der Vergangenheit schon mal erlebt, wie man Geldpolitik macht im Angesicht von ansteigender Inflation, ohne zu überschießen, wie man eine Punktlandung hinkriegt. Mal abgesehen davon, dass das sowieso schwierig ist, weil das setzt eine Anmaßung des Wissens voraus, die die EZB sowieso nicht hat. Aber noch nicht mal Leute mit Erfahrung in dem Bereich sind ja da noch tätig, weil dafür müsste man ja Leute aus der Pension zurückholen. 2001, der Terror über New York verändert die Welt. Und damit wurde der Umbruch eingeleitet. Viele Krisen später, Eurokrise, Finanzkrise, Flüchtlingskrise, Covid-Krise oder Gesundheitskrise, je nachdem, wie man das Ganze sieht, der Krieg in der Ukraine und jetzt der Krieg in Israel. Wir haben von Anfang an gesagt, sobald der Krieg in Israel angekommen ist, ja, dann wissen wir sind im Finale dieses großen Umbruchs, in dem wir uns befinden derzeit. Und was man dabei sagen muss, in diesem Video heute werden wir viele Fragen stellen, werden wir viele Fragen auch beantworten können, die viele Stellen vielleicht zensieren möchten, aber nichtsdestotrotz werden wir Antworten liefern, die jeden von euch die richtigen Schlüsse daraus ziehen lassen. Mein Name ist Hannes Holtnagel. Und mein Name ist Deutsch Benjamin und heute haben wir einen sehr bekannten Gast, den man, glaube ich, nicht vorstellen muss. Dr. Markus Grall kennt, glaube ich, jeder. Bevor wir aber gleich mit dem Interview loslegen, ganz wichtig, unser kostenloses Buch zum Download der Generationencrash. Alle diese Entwicklungen, die aktuell geopolitisch, finanzpolitisch, alles, was auf der Welt passiert, ist eigentlich hier niedergeschrieben vor 4 Jahren. Ist echt lesenswert, völlig kostenlos hier unter diesem Video. Downloaden. Herr Dr. Markus Grall, herzlich willkommen. Es freut uns riesig, dass Sie heute hier bei uns sind. Erstmal hallo. Danke für die Einladung. Herr Dr. Grall, es ist wirklich unglaublich. Ja. Wir haben eine Ampelregierung in Deutschland, die verrückter nicht sein könnte. Wir haben Energiekrise letztes Jahr gehabt, die ist natürlich nicht vorbei. Und wir haben natürlich Deutschland eine Deindustrialisierung in Zeiten der digitalen Revolution. Was zur Hölle passiert in Deutschland? Na gut, in Deutschland, nicht nur in Deutschland, wir haben eigentlich weltweit, aber die Deutschen, die machen es ja wieder mal am gründlichsten, ne? Das ist ja nun eine alte Geschichte, ja, jedes Mal, wenn irgendein Blödsinn in der Welt aufkommt, ja, dann machen es die Deutschen am gründlichsten. Das ist, die Gründlichkeit ist eigentlich eine deutsche Tugend, aber sie kann, wie wir sehen, immer wieder historisch dazu führen, dass wenn es in die falsche Richtung geht, dann ist Gründlichkeit eben keine Tugend. Und was da vorliegt, ist eine Kopfkrankheit. Ja, im Grunde genommen hat der Planet, insbesondere die westliche Zivilisation, also Westeuropa und Nordamerika, und dazu gehört natürlich auch Australien, Neuseeland etc., die haben eine Kopfgrippe. Ja, man könnte es auch etwas weniger freundlich ausdrücken, aber das lasse ich jetzt mal. Ja. Und diese Kopfgrippe ist etwas, was man im Prinzip so bezeichnen kann. Es gab mal diesen bemerkenswerten Satz in einem Film The Emperor, da ging es um das japanische Kaiserreich nach dem Zweiten Weltkrieg, wo ein Japaner seinem amerikanischen Freund sagte, manchmal werden Nationen von Fieber befallen. Ja, und das ist ein sehr wahrer Satz. Unser Kontinent ist von einem Fieber befallen. Und dieses Fieber ist eine Geisteskrankheit, kann man glaube ich so sagen, eine Massenpsychose, eine Massenhysterie. Und diese Geisteskrankheit, die fängt wie immer am Kopf an. Der Fisch stinkt immer vom Kopf her. Und in Deutschland ist es die Politik, die sich einem Wahn hingibt, nämlich der Einbildung, sie könnte nicht nur die ökonomischen Gesetze außer Kraft setzen, sondern infolgedessen auch die physikalischen und die biologischen und die naturwissenschaftlichen Gesetze außer Kraft setzen. Im Grunde genommen ist es eine Herrschaft der Verrückten und Perversen. Ja, anders kann man es nicht betrachten. Also wenn die Bundesregierung uns offiziell mitteilt, offiziell in Gestalt eines offiziell Beauftragten der Bundesregierung, dass es jetzt Männer mit Gebärmutter und Frauen mit Penis gibt, dann kann ich nur sagen, die sind nicht mehr ganz dicht. Ja, die haben also wirklich, die sind eigentlich auch kein Fall für die Politik, sondern die sind Fall für den Arzt. Ja, anders kann man es nicht ausdrücken. Und diese Kopfkrankheit hat um sich gegriffen. Sie ist eine Form der Dekadenz, eine Form der so spätrömischen Dekadenz, kann man so sagen. Spätrömische Dekadenz ist eine Gesellschaftskrankheit, die führt zum Untergang von Zivilisationen. Das zeigt die Geschichte. Die einzige Chance, die wir da haben, ist,
wenn der Untergang nah genug gerückt ist, die Kopfkrankheit zu heilen mit dem Schmerz, mit der Katharsis und dann das Land wieder auf die Füße zu stellen. Wenn uns das nicht gelingt, wird das der Untergang unserer Zivilisation sein, unserer westlichen Zivilisation. Das ist der Punkt, den wir ganz, ganz oft angesprochen haben. In allen, wir befassen uns viel mit Zyklen. In allen Zyklen gibt es immer den Punkt, an dem man irgendwann dann steht, da was heißt Abchunk, also ein Wachstum oder eben die Auflösung. Und ich denke, Deutschland oder Europa wird bald die Entscheidung zu treffen haben, ob es eben die Zeichen auf Auflösung stellt oder eben ein gewisser Abchunk stattfindet. Die Welt geht nicht unter, die Welt wird sich weiter wandeln, ganz klar, glaube ich. Aber es sind eben Entscheidungen zu treffen, die, glaube ich, muss jedes Individuum auch irgendwo selber treffen. Wenn wir da beim Individuum schon angekommen sind, dann ist ja mittlerweile oft die Frage, was kann das Individuum überhaupt noch machen, wenn eine Bundesregierung beispielsweise Sonderbudgets von 100 Milliarden für Waffen beschließt, wenn eine Bundesregierung entschließt, im Alleingang mehr oder weniger da als Kriegspartei in der Welt aufzutreten, aus Versehen Russland den Krieg erklärt, Diktator Xi Jinping als Diktator bezeichnet und solche Dinge passieren, ob aus Versehen oder Unwissenheit, warum auch immer, ganz egal, aber dann sagt das ja schon ganz viel aus. Was kann man jetzt in Deutschland noch anderes tun, als die Flucht ergreifen? Also es gibt zwei Optionen. Im Grunde. Sie können entweder das Land verlassen, die Option hat man noch, ja, wenngleich es gibt ja jetzt nach dem antifaschistischen Schutzwall der DDR gibt es jetzt einen steuerlichen antifaschistischen Schutzwall, nämlich die Wegzugsbesteuerung, ja, das heißt, man besteuert sie, wenn sie das Land verlassen, und zwar prohibitiv, ja, das ist im Grunde genommen eine Enteignung, ein krimineller Enteignungsvorgang, anders kann man das nicht bezeichnen. Und jetzt versucht man noch, ihnen die Pässe zu entziehen, wenn sie ein böser Mensch sind. Ja, also wenn sie das sind, was diejenigen, die eigentlich selber unsere freiheitliche Ordnung hassen, als böse bezeichnen. Das heißt also, man hat jetzt Pläne, dass man ihnen den Pass wegnehmen kann, wenn zu befürchten ist angeblich, dass sie damit auf irgendeine Veranstaltung im Ausland gehen und dann böse Dinge sagen. Dinge, die nach deren Meinung nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt sind, aber nur nach deren Meinung. Ja? Das ist also, noch haben sie die Option, wegzugehen, oder sie gehen her und kämpfen für eine Änderung. Ja? Und wenn sie ihr Land lieben, und das nehme ich für mich in Anspruch, dann liegt die Entscheidung nahe, da zu bleiben, auch wenn es unbequem ist und für eine Veränderung zu kämpfen. Und nur dann das Land zu verlassen, wenn dieser Kampf um Veränderung scheitert. Also derzeit ausgeschlossen, dass Dr. Markus Krall das Land verlässt. Also Optionen habe ich und die werde ich mir auch nicht nehmen lassen. Ich habe ja auch einen Wohnsitz im Ausland, aber derzeit ist meine Entscheidung, hier zu bleiben und für Veränderung zu kämpfen. Und ich glaube, dass die Chancen dafür sehr, sehr gut stehen, weil die verrückte Politik, die sorgt dafür, dass es jetzt zum Schmerz kommt. Der Schmerz ist sehr heilsam. Die Leute verlieren Realeinkommen, sie können sich immer weniger leisten. Die Produktion wird jetzt wahrscheinlich demnächst noch mal weiter bergab gehen. Wir haben ja Arbeitskräftemangel aller Orten. Wir haben zwar angeblich Millionen Fachkräfte ins Land geholt, von denen 70% Analphabeten sind, ja, aber wir haben überall Arbeitskräftemangel. Jetzt wird der Arbeitskräftemangel noch verschärft, dadurch, dass die Leute kündigen, um Bürgergeld zu bekommen. Das ist ein Phänomen, was jetzt immer mehr um sich greift. Wenn die Leute kündigen, produzieren sie nichts mehr. Das heißt, die Produktion wird weiter fallen. Die Krise wird schärfer. Die Leute werden sich mit fallender Produktion noch weniger leisten können. Sämtliche politischen Maßnahmen von der Energiewende, Klimapolitik, Lieferkettengesetz, Wärmepumpengesetz, was alles sie da haben, führt nur zu einem weiteren Verlust von Vermögen, Wohlstand und Einkommen. Und ich gehe davon aus, dass in den nächsten 2 Jahren der Schmerz, der bei der Bevölkerung ankommt, so groß sein wird, dass sie die Augen nicht mehr davor verschließen kann. Und dann ist der Zeitpunkt für eine Wende gekommen. Dann sind Wahlen in Deutschland. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass, wenn bei diesen Wahlen nicht betrogen wird, dass wir die dann gewinnen werden. Eine Sache, die schon passiert ist, muss man sagen, und zwar Nancy Faeser will ein neues Gesicht haben, sie muss ein neues Profil sich ganz schnell erfinden, und zwar ist sie Nancy Law and Order Faeser, und deshalb werden jetzt auch angedacht eben Grenzkontrollen nach Polen und Tschechien, um eben den ganzen Flut, die da nach Deutschland strömt, Einhalt zu gebieten, und dann aber auch noch Grenzkontrollen zur Schweiz. Und damit, glaube ich, sind wir schon bei dem Thema. Ich denke, relativ wenig Schweizer werden nach Deutschland immigrieren. Ich sage mal, relativ wenig Schweizer, die...
Krankheit erlegen sind, sagen wir mal so. Aber nichtsdestotrotz werden da die Grenzen dann kontrolliert, dass man weiß, wo die Reise hingeht. Christian Lindner hat es mir vor 2 Jahren in einem Gespräch persönlich gesagt, dieses Mal wird die Schweiz nicht ungescholten davonkommen, dieses Mal wird es nicht so einfach haben. In diesem Umbruch war das Ganze gemeint. Und da sieht man schon, was auf Deutschland und Europa definitiv zukommt und auch auf die Schweiz. Sie müssten sich darauf verlassen, dass, wenn die FDP in der Finanzpolitik in Deutschland etwas zu sagen hätte, es für die Schweiz nicht mehr so gut läuft, weil wir nämlich dann, meine ich, in Deutschland ein neues Ziel definieren müssten. Was man sagen muss, was schön wäre, wenn Menschen, die in ihrem Leben was geleistet haben, natürlich auch in der Politik zu finden sind und nicht an und für sich rein Berufspolitik hat, dann wäre vielleicht der eine oder andere Umstand auch etwas anders, das nicht nur in Deutschland. Schauen wir kurz von Deutschland raus über die Grenzen, schauen wir in die weite Welt. Israel-Konflikt, Israel-Krieg, Israel in Kriegsrecht hat lasst mehr oder weniger keinen Stein auf den anderen. Und da muss man sagen, was kommt da jetzt? Hat der Iran bereits die Atombombe? War das Ganze eine False-Flag-Attacke oder an und für sich sind da Ihrer Meinung nach die Dinge einfach jetzt außer Kontrolle geraten? Also bevor ich jetzt die Frage beantworte, kann ich mir natürlich die Bemerkung nicht verkneifen, dass ein Schweizer, der jetzt nach Deutschland auswandert, ungefähr das Äquivalent von einem Westdeutschen ist, der in die DDR ausgewandert wäre. Der einzige Bundesland, der das gemacht hat, war der Vater von Angela Merkel. Ja, Oh, okay. Ja. Hamburg nach Ost, nach in die DDR ausgewandert Ich ist, bleibe in der der Schweiz, sie so ganz toll sicher. fand. Ja, das Ergebnis ist ja bekannt, auch in der Erziehung. Aber zu ihrer eigentlichen Frage, was bewegt sich da jetzt gerade? Also ich fange mal mit Israel an. Es ist natürlich so, dass wir haben ja so viele False-Flag-Aktionen und so viele, ich sag mal, Irreführungen der Menschen in den letzten Jahren gesehen, dass natürlich die meisten Menschen jetzt schon darauf gepolt sind, bei jeder Sache sofort erstmal zu sagen, da stimmt doch irgendwas nicht. Da ist doch irgendwas faul. Und dann gab es ja auch sofort welche, die gesagt haben, es kann doch gar nicht sein, dass der israelische Geheimdienst das nicht mitbekommen hat und so weiter. So, und ich sag mal so, im Moment ist die Faktenlage noch sehr, sehr dünn. Es gibt alle möglichen Vermutungen, aber die Faktenlage ist dünn und das, was bekannt ist, ist eigentlich in erster Linie das, was die Hamas selbst online gestellt hat bei ihrem Angriff auf Israel. Und mit dem, was sie da online gestellt hat, hat sie eigentlich ein Maximum an Brutalität demonstriert und dokumentiert. Nicht die Israelis waren es. Das muss man also, die Information über das Maximum an Brutalität kam nicht von den Israelis, sondern wurde von den Hamas-Leuten online gestellt. Von niemandem sonst. Jetzt kann man natürlich sagen, die sind vielleicht in eine Falle gelockt worden, aber um jemanden in so eine Falle zu locken, muss erstmal der Hass ja so groß sein, dass man überhaupt solche Dinge macht. Dinge, die ganz offen gestanden, außerhalb der Vorstellungskraft der meisten Menschen mich eingeschlossen sind. Ja, also, und angesichts dessen ist die Kernfrage erstmal, die erste Frage, die zu beantworten ist, ist, darf Israel sich verteidigen dagegen? Und da kann ich, diese Frage kann man nur bejahen. Es gibt da aus meiner Sicht überhaupt keine Möglichkeit, diese Frage zu verneinen, weil kein Land, das in der Weise angegriffen wird, was immer im Hintergrund da gelaufen sein mag, was ich nicht weiß und wofür es im Moment auch weder Beweise noch wirklich gute Hinweise gibt. Ja, kein Land, das in der Weise angegriffen wird, von dem kann man verlangen, dass es sich nicht verteidigt. Ja, das ist ausgeschlossen. Und es ist natürlich auch das Recht der Israelis, die Sache an der Wurzel zu packen und zu sagen, das möchten wir für die Zukunft verhindert wissen. Also, dass da natürlich jetzt auch die Frage sich stellt, wie geht das? Und Kriegsvölkerrecht, auch im Krieg gelten gewisse humanitäre Mindestregeln. Ja, das ist eine Frage, die offenkundig sich ja stellt. Aber da muss ich ehrlich sagen, da habe ich mehr Vertrauen in die Israelis als in ihre Gegner. Also einfach von der Historie her. Aber man muss natürlich auch den Israelis sagen, bitte vergesst nicht, dass ihr da einen Ruf zu verlieren habt, ja, und versucht also so die Kollateralschäden so gering wie möglich zu halten. Und ich glaube auch, dass einem das nicht krumm genommen wird, wenn man das sagt. Also das auch als Deutscher darf man das sagen. Ja? Das ist sicher eine Sache, worauf zu achten ist. Die zweite Frage, ob da jetzt im Hintergrund andere Bewegungen da sind. Da gibt es natürlich gewisse Verdachtsmomente. Der eine Verdachtsmoment ist, wieso konnten die das nicht merken? Ja?
Und da gibt es natürlich schon auch Möglichkeiten, das gut zu verbergen. Also wenn man nur den Kreis der wirklich Wissenden klein genug hält, ja, und mit versiegelten Befehlen und versiegelten Umschlägen arbeitet und was es da alles an Möglichkeiten gibt, dann glaube ich schon auch, dass es durchaus möglich ist, so eine Sache bis ganz kurz vor Beginn tatsächlich auch geheim zu halten. Die Frage ist, warum die dann auf so eine schlecht vorbereitete Grenzsicherung getroffen sind. Jetzt ganz viele Fragen wieder in sich auf. Und zwar natürlich hat man auch gesehen, in Israel waren die größten Ausschreitungen gegen die Regierung, gegen Netanyahu, die es seit Jahrzehnten gegeben hat in der Form. Und dann auf einmal im Kriegsrecht ist man natürlich ganz schnell wieder irgendwo auch geeint. Genauso natürlich, wenn man sich anschaut, wir haben 3 Tage vor dem Ereignissen in Israel haben wir einen Livestream gemacht. Und zwar haben wir gesagt, wir gehen jetzt mit großen Schritten in das Finale hinein und bitte schaut weiter auf Israel und auf den Kosovo. Wir haben beide Dinge ganz explizit genannt. Warum haben wir das gemacht? Und zwar aus einem Grund haben wir das gemacht. Und zwar für mich war relativ rasch klar, dass an und für sich mit der Abwahl McCarthy in der USA als Speaker of the House, dass damit natürlich die Regierung USA gelähmt ist und damit natürlich keine freien Mittel mehr freigegeben werden können für eine weitere Unterstützung der Ukraine. Damit war der Ukraine-Krieg für die USA de facto eigentlich verloren. Dann öffnet man schnell ein weiteres Schlachtfeld und da ist uns im Sinn gekommen, Israel, Kosovo, irgendwo in diese Richtung und dann hat man wieder Möglichkeiten, das Ganze weiter zu befeuern. Und genau das passiert dann auch. Flugzeugträger werden verlegt an die Küste vor Israel im Mittelmeer, natürlich auch die lange geplanten Atomübungen von der NATO werden abgehalten. Die sind lange geplant, ist mal klar. Aber es wird doch sehr viel Fluss kommt einmal wieder in die Sache hinein und natürlich dann auch sofort von den USA, auch von republikanischen, von den Konservativen, von den Hardlinern kreisen, kommt sofort natürlich alle Mittel um die Unterstützung. Es gibt keine Grenze für die Unterstützung von Israel in diesem Konflikt. Und das hat natürlich dann schon ein bisschen einen faden Beigeschmack, wenn man das Ganze auch noch im Zusammenhang sieht dann, dass bereits die USA natürlich seit längeren diesen August war es soweit, dass sie auch U-Boote, Atom-U-Boote in die Straße von Hormuz verlegt haben, um dann eben auch einem Israel, das involviert ist in diversen Anschlägen, auch dann die Grenzen dementsprechend klar aufzuzeigen. Da laufen schon halt viele Fäden dann irgendwo zusammen, die dann Sinn machen. Wie gesagt, die Weisheit, die Wahrheit dahinter wissen wir, glaube ich, alle, wie wir da sitzen, zusammen nicht, aber wir können ja nur die Fäden sehen und die Punkte mehr oder weniger dann versuchen zu verbinden, um zu sehen, was wäre der logischste Schluss und was sind die nächsten Folgen daraus. Und die nächsten Folgen daraus sind für mich dann eigentlich irgendwo ganz klar, dass der Iran an und für sich auf der Agenda steht, als Schlachtfeld zu werden, was ja dann wiederum natürlich in eine zweite Inflationswelle münden wird, oder? Also man muss aufpassen, muss ich da ehrlich gestehen. Wenn man zu viele Punkte verbindet, die noch nicht miteinander verbunden werden können, weil die entsprechenden empirischen Daten fehlen, dann kann man auch relativ schnell sich ein Bild zeichnen, das dann so aussieht, wie man sich's vorgestellt hat, aber das nicht notwendigerweise mit der Realität vollkommen übereinstimmt. Der Kernpunkt der Arbeit sollte ja sein, dass man sagt, wir kommen zur Schlussfolgerung auf Basis von Fakten. Es gibt natürlich immer auch das Problem, dass im Hintergrund Kräfte wirken, die man nicht kennt. Ja, in diplomatischer Weise, in geheimdienstlicher Weise. Da gibt es eine Vielzahl von Informationsflüssen, die man sich da vorstellen kann. Ja, und das macht das Ganze kompliziert. Aber die Tatsache, dass wir das nicht kennen, bedeutet nicht, dass wir die Dots einfach verbinden können. Und insofern wäre ich etwas zurückhaltend mit den Schlussfolgerungen. Und zwar aus mehreren Überlegungen heraus. Ich teile Ihre Meinung, dass der Ukraine-Krieg für die USA bzw. für den Westen nicht gut läuft. Die Mechanik dahinter ist relativ simpel. Die Mechanik ist, dass die Russen sehr viel mehr Artilleriegranaten produzieren als die Amerikaner, und zwar um den Faktor 30 mehr, und dass dies in erster Linie ein Artilleriekrieg ist und dass die Ukrainer sehr viel mehr Artilleriegranaten verbrauchen, als die Amerikaner nachproduzieren können. Das geht dem Westen schlicht die Munition aus. Das Zweite ist, was man jetzt hört, obwohl natürlich unsere Medien da weitgehend, ich sag mal, dicht machen und abgeschottet sind, dass die Verluste auf der ukrainischen Seite durch die gescheiterten Offensiven der letzten Wochen absolut dramatisch sein müssen. Also das ist zumindest das, was man hört, wenn man sich über unabhängige Quellen informiert. Da gab es ja eine Reihe von Analysen von, ich sag mal, nicht mehr in Betrieb genommenen Mobiltelefonen der Truppen bis zu, ich weiß nicht was allem. Also da gibt es Indikatoren und die sehen alle sehr, sehr schlecht aus. Ja, das heißt also, der Krieg läuft nach allem, was man
auch spotty Information, aber nach allem, was man da rausziehen kann, nicht gut, zumal wir uns jetzt schon sehr viel, sehr oft angehört haben, dass die große Offensive entweder schon läuft oder unmittelbar bevorsteht und dass Russland bald niedergerungen sein wird und nichts dergleichen ist passiert. Die Frontlinie hat sich im Grunde genommen Millimeter verschoben. Also wenn man so einen Meter verschoben hat, dann war man schon irgendwie, hat man schon die Siege gefeiert. Also das ist, da wird wie in Verdun um jeden Trichter gekämpft, aber der angreift, der erleidet die größeren Verluste. Und offensichtlich war die Not, Erfolgsmeldungen produzieren zu müssen, auf der ukrainischen Seite so groß, dass man enorme Verluste hingenommen hat. Also das läuft nicht gut. Die Frage ist, wäre denn ein israelisches Szenario eine gute Ablenkung davon? Und da sage ich eher nicht. Und zwar aus dem einfachen Grunde, dass wir haben zwar mit Amerika die größte Kriegsmaschinerie, die die Welt je gesehen hat. Amerika gibt mehr Geld aus für Rüstung als alle anderen Länder zusammengenommen. Das ist ein Zustand, den hatten wir zuletzt im 16. oder 17. Jahrhundert in Europa, als Spanien die führende Weltmacht war. Da hat Spanien mehr Geld fürs Militär ausgegeben als alle anderen europäischen Länder zusammengenommen. Das ist eine Hegemonialsituation, aber das heißt noch lange nicht, dass es eine absolute militärische Dominanzsituation ist. Und zwar aus mehreren Gründen. Erstens, die Flugzeugträgergruppen, die sind überhaupt nur noch geeignet, um solche Aktionen zu machen, wie da jetzt im östlichen Mittelmeer. Für einen tatsächlichen Einsatz gegen die Hauptkonkurrenten um die in der sich abzeichnenden multipolaren Weltordnung, nämlich China und Russland, für einen tatsächlichen Einsatz sind die gar nicht mehr geeignet, weil sie keinerlei Verteidigungsmöglichkeiten gegen die Hyperschallraketen haben und die Reichweite dieser Hyperschallraketen größer ist als die Reichweite der Flugzeuge, die von den Trägergruppen aus eingesetzt werden können. Das heißt, die sind eigentlich strategisch neutralisiert. Das muss man sich vor Augen halten. Das ist eigentlich eine ganz schlimme Aussage für die amerikanische Militärstrategie. Das Zweite ist, dass Amerika, wenn Sie sich mal die strategischen Aussagen angeschaut haben in den letzten Jahrzehnten, immer gesagt hat, wir wollen in der Lage sein, zwei Großkonflikte gleichzeitig zu führen und auch zu gewinnen. Das war immer die Ansage, die man gemacht hat. Ganz offiziell. Es ist so hat man es formuliert. Wenn Sie jetzt den Großkonflikt Ukraine nehmen und aus Israel einen zweiten Großkonflikt machen, was passiert dann eigentlich, wenn ein dritter Großkonflikt in Ostasien zum Beispiel um Taiwan entsteht? Dann würde ich mal sagen, sind die Amerikaner nach der eigenen Definition ihrer Vorbereitung nicht mehr vorbereitet. Das heißt, die Amerikaner, die Kernfrage ist doch, haben denn die Amerikaner ein Interesse dran, die Zahl der Konfrontationen über den Planeten verteilt, und zwar der Großkonfrontation, nicht der kleinen Stellvertreterkriege, wo ein paar Guerillas aufeinander gehetzt werden, ja, sondern die Zahl der Großkonfrontationen jetzt nach oben zu treiben. Und aus strategischer Sicht ist meine Antwort nein. Ich bin mir nicht ganz sicher, Herr Dr. Greil. Und zwar, wenn man anschaut, 2001, Pearl Harbor. Tolle Vergleiche momentan in den USA oder im anglikanischen Raum wird verglichen, da Israel und die Attacken gegen Israel mit Pearl Harbor. In Europa, im westlichen Raum, lesen wir überall von 9-11. Und was war die Folge daraus? Es war die Folge daraus, dass Militärbasen entstanden sind. In unserem Buch haben wir das 2019 veröffentlicht. Man sieht da die Militärbasen beispielsweise rund um den Iran. Die USA hat überall von Saudi-Arabien, Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan, Irak, Türkei, überall ihre Militärbasen aufgrund der Anschläge ausgebaut. Und da muss man schon sagen, natürlich die Dominanz, die schwindende Dominanz, die wir derzeit in den USA ja in vielen Bereichen erleben, wird dadurch ja eigentlich wieder massiv gestärkt. Natürlich, richtig, bin vollkommen bei Ihnen, niemand ist zu Hause, um das eigene Haus zu bewachen. Ich glaube, dass Amerika kein Interesse daran hat, zwei oder drei Großkonflikte parallel zu führen. Und zwar aus einer Reihe von Gründen. Erstens ist ihnen die Munition im Moment ausgegangen. Ja, ich habe mal neulich gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich fürchte, dass es stimmt, dass zum Beispiel die deutsche Bundeswehr, im tatsächlichen Konfliktfall Munition hat für zwei ganze Stunden. Dann ist Ende. Ja, also Munition für zwei Stunden, das muss man sich mal geben. So, und wenn man also sowieso schon entleerte Munitionsdepots hat, dann einen zweiten Großkonflikt absichtlich vom Zaun zu brechen, halte ich für strategisch unklug. Zumal ein dritter Großkonflikt um Taiwan genau dadurch ausgelöst werden könnte, dass China vielleicht zu der Analyse kommt, zu sagen, jetzt ist die Gelegenheit günstig, weil die USA in zwei anderen Großkonflikten gebunden sind. Sie werden gar nicht mehr die Mittel haben, um da groß einzugreifen. Zumal auch dort gilt, dass die Chinesen auch über die Hyperschalltechnologie verfügen, die auch dort die amerikanischen Trägergruppen auf Distanz halten kann. Das heißt also, hier haben wir ein
ein Grundsatzproblem, ein strategisches Grundsatzproblem, das auch nicht durch Militärbasen aus der Welt geschafft werden Herr kann. Dr. Grell, aber genau das ist der springende Punkt. Und genau das ist der springende Punkt. Und zwar, Sie haben in allen Punkten vollkommen recht und daraus sehr naheliegend, dass wir bald den Taiwan-Nord-Südkorea-Konflikt irgendwo sehen. Aber wenn man jetzt hergeht und sagt, okay, wer ist die USA? Wem ist die USA im Hintergrund? Und da haben wir einen Militärkomplex. Da haben wir einen privaten Militärkomplex in der USA. Und der würde sich ja natürlich wünschen, dass die USA viele Fronten hat, dass die USA keine Munition mehr hat und dass die USA dann gezwungen ist, von ihrer Geldpolitik abzukehren, um dann wieder Geld zu drucken, um dann wieder das Verteidigungsetat kräftig aufzublähen, oder? Nein. Nein. Macht von der Ablauflogik her wenig Sinn, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Biden erinnert sich wirklich nicht. Ja, das ist komisch. Ja, Da habe ich einen guten Punkt noch. Und und zwar Thema Inkompetenz und Kompetenz. Fürst Adam von Liechtenstein schreibt in seinem Buch Der Staat im dritten Jahrtausend, der Staat sollte Dienstleister des Bürgers sein. Was sagen Sie dazu und was würden Sie machen, wenn Sie in der Politik, ich sage jetzt mal, was zu sagen hätten dann auch? Wie würden Sie das Ganze da machen? Weil eigentlich macht es ja sehr viel Sinn, was Fürst Adam von Liechtenstein hier sagt, oder? Also, was Hans Adam da geschrieben hat, unterschreibe ich jedes Wort. Ich habe das Buch gelesen. Es ist so, dass ich ihn für einen extrem fähigen Libertären halte. Ja, also er hat eigentlich aus Liechtenstein ein libertäres Modellland gemacht. Ein gutes Beispiel. Das Ergebnis ist, dass das Pro-Kopf-Einkommen in Liechtenstein mehr als doppelt so hoch ist wie in Deutschland. Ja, Richtig. im Grunde genommen ist das genau der richtige Satz, der Staat als Dienstleister des Bürgers. Da sind wir im Moment ganz weit davon entfernt. Ich bin aber überzeugt, dass wenn wir eine radikale libertäre Reform zum Beispiel in Deutschland machen würden, dafür habe ich ja ein Programm vorgelegt, das wird demnächst in Buchform auch erscheinen, ja, wird heißen die Stunde Null, wie wir Deutschland im Eiltempo wieder fit machen. Wenn man das macht, dann würde auch Deutschland bald das doppelte Bruttosozialprodukt pro Kopf haben. Es würde ganz schnell gehen. Die Produktivitätsreserven dafür sind da. Wir schöpfen sie nur nicht aus. Ja, also wir könnten unser Bruttosozialprodukt in wenigen Jahren verdoppeln, ganz ohne Probleme. Wir könnten 15% und mehr Wirtschaftswachstum pro Jahr haben, wenn wir es richtig anstellen. Aber dafür müssen wir aus der planwirtschaftlichen Denke raus. Und diese planwirtschaftliche Denke, die hat überall um sich gegriffen. Die hat nicht nur in der Wirtschaftspolitik, in der Geldpolitik, in der Regulierungspolitik überall an sich um sich, sondern auch in der Außenpolitik um sich gegriffen. Der Machbarkeitswahn und die Anmaßung des Wissens durch die Politik. Ich kann dazu zwei Bücher empfehlen, die beide von einem Menschen geschrieben sind, dem man immer unterstellt, dass er ein ganz schlimmer Finger sei, der es aber nach meiner Überzeugung überhaupt nicht ist, sondern der einfach nur ein hervorragender Analytiker und Realpolitiker ist, Henry Kissinger. Henry Kissinger hat zwei Bücher, also hat mehr als zwei Bücher geschrieben, aber ich habe zwei davon, die ich besonders schätze, nämlich einmal World Order, ja, sehr empfehlenswert, eines der besten Bücher, die ich zu dem Thema je gelesen habe. Und das Zweite, was auch sehr empfehlenswert ist, ist Staatskunst von Henry Kissinger, Statecraft, heißt es, glaube ich, die englische Originalausgabe. Ja, und wenn Sie das lesen, dann werden Sie relativ schnell feststellen, dass die Leute, die wirklich, wirklich über die Dinge nachdenken, und dazu zähle ich den Mann, zu dem Schluss kommen, dass es eine Hybris ist, eine Hybris, all das zu tun, was man sozusagen in staatsplanerischer Weise da so in die Weltgeschichte reinprojiziert. Die Anmaßung des Wissens führt zum Scheitern. Die Arroganz der Macht führt zum Scheitern. Und Also das ist das, was wir hier vor uns haben. ich denke, wo sich beide unsere Arbeiten, glaube ich, in die zusammenfassen lassen würden, ist, dass man schon daran glauben, dass es gewisse Interessen im Hintergrund gibt, dass jeder viele Interessen verfolgt werden und da aus dem gemeinsamen Gemisch dann sich gewisse Synergien ergeben lassen in die eine oder andere Genau. Richtung. Und natürlich ein Interessensfeld ist definitiv der Militärkomplex, ein anderes Interessensfeld ist beispielsweise die Biopharma, haben wir sehr viel die letzten Jahren davon erlebt und da gibt es natürlich viele Interessen, einfach wohl gewisse Richtungen eingeschlagen werden. Das Eine ganz Phänomen, wenn sich solche Interessen mit der Politik verheiraten, um die Bürger zu bestehlen, das hat einen Namen. Und das gibt es auch schon sehr lange. Das nennt man Korruption. Davon sehen wir, glaube ich, derzeit sehr, sehr viel. Ja. Viele würden ja auch sagen, Henry Kissinger, schlimmer Finger, sagen ganz viele. Viele herum, meistens im anderen politischen Couleur, sagen Jean-Claude Juncker, ein ganz, ganz schlimmer Finger. Und Jean-Claude Juncker hat mir zu mir gesagt im Gespräch, und zwar, die Gefahr, was derzeit ganz eminent ist, kommt von rechts. Die Gefahr von rechts, vor der hat er ganz, ganz schlimm gewarnt. Herr Dr. Grell, wie sehen Sie es? Kommt die Gefahr von rechts, kommt sie von links oder von woher kommt sie? Die Gefahr kommt nicht von rechts oder links, sondern die Gefahr kommt von den Feinden der Freiheit, egal ob sie rechts oder links stehen.
Wir sehen allerdings, dass die Feinde der Freiheit auf der linken Seite sehr viel stärkere Bataillone haben als auf der rechten Seite. Das heißt, die virulentere Gefahr für unsere Freiheit kommt eher von links. Auf der rechten Seite gibt es auch Feinde der Freiheit, Leute, die an den starken Staat glauben, die ein eigentlich sozialistisches, im Grunde genommen nationales sozialistisches, denn der Nationalsozialismus war ja auch ein Sozialismus, aber die also ein aus dem nationalen Bewusstsein heraus entwickeltes sozialistisches Konzept waren, die gibt's auch. Die sind aber zahlenmäßig viel schwächer als auf der linken Seite. Ja, also wenn Sie sich zum Beispiel diesen sogenannten patriotischen Sozialismus angucken, den Sie in Teilen der deutschen Rechten finden, dann haben Sie genau die gleiche etatistische, staatsgläubige, freiheitsfeindliche Grundidee, die auch die Linke antreibt. Also da die Hufeisentheorie stimmt an dem Ende möglicherweise in gewissem Umfang. Das heißt also, die Gefahr kommt also nicht von rechts oder links, die Gefahr kommt von der Staatsgläubigkeit und von der Freiheitsfeindlichkeit, die aber auf der linken Seite die stärkeren Bataillone hat. Und die linke Seite, die uns ihre Unfreiheit überstülpen wird, die nutzt das Schlagwort Kampf gegen rechts, um in Wahrheit nicht die rechts zu bekämpfen, weil die sind so weit rechts, denen ist eh egal, wie sie etikettiert werden, sondern sie nutzt es, um die in der Mitte zu bekämpfen. Ja, die in der Mitte der Gesellschaft befindlichen. Und deswegen ist ja auch die Mitte des parteipolitischen Spektrums in Deutschland leergeräumt. Die CDU, die CSU, die FDP, alle sind nach links gerückt, die SPD sowieso. Sie haben die Mitte komplett geräumt. Rechts am Rand, am demokratischen Rand, drückt sich die AfD rum. Ja, und die Mitte ist geräumt, weil jeder, der in der Mitte sich aufhält, Angst hat, als rechts gebrandmarkt zu werden, weil rechts von links extrem ist ja Mitte. Ja, und rechts von links radikal ist auch Mitte. Also alles, was rechts von links radikal ist, wird bekämpft als rechts. Ja. Und die man eigentlich damit trifft, ist die demokratische Mitte. Deswegen sind Menschen, die so, was soll ich sagen, so Dinosaurier wie ich selbst zum Beispiel, der in den 80er Jahren stehen geblieben ist und der seitdem seine politischen Überzeugungen eigentlich kaum verändert hat, plötzlich nicht mehr Mitte, sondern rechts. Ja. Und die werden bekämpft mit allem, was man hat. Da wird man zum Nazi erklärt und zum Antisemiten und was die Feuerkraft der linken Propaganda sonst noch hergibt. Aber die eigentliche Gefahr ist, wie gesagt, die Staatsgläubigkeit, die Freiheitsfeindlichkeit. Sie hat aber auf der linken Seite ihre Stärken. Vielleicht noch eine ganz wichtige Frage, und zwar die Europäische Zentralbank und Christine Lagarde. Wir sprechen natürlich noch kurz über die Inflation und die Zinsen. Aber wo würden Sie denn die Christine Lagarde einordnen? Weil eigentlich Zentralbanken sind ja so mächtig. Ja? Sie sind so mächtig, sind Schöpfer des Geldes. Sie kreieren auch die Inflation, die da draußen ist, sind ein maßgeblich, also die Basis quasi dafür, dass auch sehr viel Wohlstand transferiert wird und eben wegkommt auch von vielen Menschen, die hart arbeiten. Mhm. Wie sehen Sie da die EZB und die Christine Lagarde in dem Kontext? Weil eigentlich unterstützen Sie ja den Sozialismus, Geldsozialismus vom Allerfeinsten und damit eigentlich alle Untriebigkeiten über Modern Monetary Theory, wo ja der Staat jetzt quasi auch das Geld an den Bürger austeilt. Also ohne EZB würde das ja alles nicht gehen. Also wo ordnen Sie da die EZB ein? Weil wir alle wissen ja, dass sie ein großer Kritiker der EZB. Christine Lagarde ist die prototypische Vertreterin des Systems, für das die EZB steht. Und wofür steht die EZB? Sie steht im Prinzip für ein System der Korruption und der Enteignung und der Umverteilung von unten nach oben. So wie die FED übrigens auch. Das ist das, was Thomas Mayer als Finanzialismus bezeichnet hat. Ja? Die FED druckt Geld, gibt es den Banken und Investmentbanken und Hedgefonds, die damit Spekulation betreiben und die damit riesige Blasen aufsteigen lassen, Finanzmarktkrisen heraufbeschwören, dann gerettet werden müssen und noch mehr Geld bekommen. Ja? Und in diesem Kreislauf wird ein immer größerer Teil der Wertschöpfung und der Vermögensbildung von unten nach oben transferiert. Das kann man relativ simpel auch zeigen. Da gibt es übrigens hervorragende Statistiken dazu auf einer Webseite namens WTF happened in 1971. Ja, .com, WTF, Sie können sich vorstellen, wofür das steht. Das ist also, man kann sagen, Frau Lagarde steht prototypisch dafür. Warum? Weil sie vorbestraft ist wegen der Veruntreuung von 400 Millionen Euro Steuergeld. Ja? Das heißt also, sie hat diesen dafür erforderlichen Mindset, ja, einer korrupten politischen Klasse. Und dann haben wir natürlich uns mit der EZB das Idealvehikel für solche Korruption geschaffen, und zwar deswegen, weil sie niemandem verantwortlich ist. Man hat unter der Überschrift Unabhängigkeit der Zentralbank uns erzählt, wir machen eine neue Bundesbank in groß. In Wahrheit haben wir eine europäische Schattenregierung geschaffen, deren Unabhängigkeit darin besteht, dass sie nicht demokratisch kontrolliert ist. Und in der nur Leute sitzen, die von den
die also abgehalfterte Finanzpolitiker ihrer Länder sind, ehemalige Finanzminister und sonst sowas, die also noch nie sparen gewohnt waren und denen das auch ganz fremd ist, dass man von ihnen verlangt, sparsam mit dem Geld umzugehen und verantwortungsbewusst mit dem Geld umzugehen. Und die aus Ländern kommen, in denen die Korruption und die Mafia schon immer fröhlich Urständ gefeiert haben. Und damit haben wir uns eine europäische Schattenregierung der Korruption zugelegt. Und das Ergebnis ist das, was wir sehen. Frau Lagarde ist eine hervorragende Exponentin dieses Systems. Und was wir da auch sehen, ist, dass aber so ein System ein Verfalldatum hat. So wie ein Joghurtbecher ist aufgeprägt. Ja? Kein Geldsystem, das auf dem Fiat-Währungsprinzip der Möglichkeit, Geld aus dem Nichts zu schaffen, beruht, hat länger als 100 Jahre gehalten. Die meisten scheitern nach 50 Jahren, wenn sie schlecht konstruiert sind, nach 25 Jahren und wenn sie katastrophal konstruiert sind, nach 2 Jahren. Ja, so wie zum Beispiel die Assignateninflation in Frankreich von 1791 bis 94, da war nach 3 Jahren Schluss. Ja, es war, die Fehlkonstruktion war am Tag 1 schon so flagrant, dass es wenige Monate nach Erfindung schon zur Hyperinflation geführt hat. Ja. Ja. So, der Euro, haben wir auch hier in diesem Buch nur so nebenbei, haben wir alles erwähnt. Hat massive Fehlkonstruktion, ist weder ein optimales Währungsgebiet, noch hat er eine gute Governance. Im Gegenteil, er setzt alle Anreize für Fehlverhalten, die man setzen kann, weil er auch keine rechtsstaatlichen Mittel hat, um die Regeln durchzusetzen. Man hat zwar sich Regeln gegeben, aber keinen Mechanismus, der sie dann tatsächlich auch durchsetzt. Das ist im Grunde genommen FDK für die Katz, ja. Und wenn ich ein Maximum an falschen Anreizen kombiniere mit einer Regellosigkeit und einem schlechten Währungsgebiet oder einem ungeeigneten Währungsgebiet, dann habe ich im Grunde genommen den Untergang dieser Währung am Tag 1 schon programmiert. Dieser Euro wird nicht mehr lange halten. Also dass er überhaupt 25 Jahre gehalten hat, ist bemerkenswert und nur dadurch zu erklären, dass die D-Mark, die in ihm aufgegangen ist, eine solche Schwungmasse an Wert mitgebracht hat und an Vertrauenskapital mitgebracht hat, dass das bis hierhin getragen hat. Aber auch das ist jetzt aufgebraucht. Okay, und jetzt eine Frage natürlich, die sicherlich alle hier interessiert, weil Inflation betrifft jeden Bürger, jeder, der im Land lebt, betrifft das. Wo sehen Sie die Inflation in den nächsten 2 bis 3 Jahren? Ist das Problem noch lösbar? Wir sehen ja Zinserhöhungen, ja, und man versucht es ja zu bekämpfen, indem die Bilanz reduziert wird. Also man wird ja wirklich, man versucht mit aller Macht, die Inflation zu bekämpfen. Wo sehen Sie die Inflation in 2 bis 3 Jahren und was kann man tun, um sich wirklich... Also zunächst mal ist es so, dass die Basis der Inflation die Geldmengenausweitung der letzten 25 Jahre ist. Und wir haben hier eine Ausdehnung von 690 Milliarden Euro Zentralbankgeld auf 8 Billionen, also ein mehr als Verzehnfachung. Ja, mehr als verzehnfacht haben wir die Zentralbankgeldmenge in 25 Jahren. Auch die Giralgeldmenge ist massiv gewachsen und das hat dann am Ende zu der Inflation geführt, die wir dann bekommen haben. Lange erwartet, lange geparkt bei den Immobilien und Aktien und Anleihen und auch bei der Altersvorsorge. Ja, das sind die Dinge, die sie am stärksten verteuert haben. Da, wo es nicht in den CPI-Index einfließt, also in den Konsumentenpreisindex einfließt. Und jetzt ist es dann irgendwann da angekommen. So, jetzt hat man es dann irgendwann bekämpfen müssen. Und das Ergebnis ist, dass wir von der Inflation in die Deflation kippen werden. Und zwar deswegen, weil die EZB keinerlei Erfahrung darin hat. Keiner der dort tätigen Politiker hat irgendeinen Datenpunkt aus der Vergangenheit schon mal erlebt, wie man Geldpolitik macht im Angesicht von ansteigender Inflation, ohne zu überschießen, wie man eine Punktlandung hinkriegt. Mal abgesehen davon, dass das sowieso schwierig ist, weil das setzt eine Anmaßung des Wissens voraus, die die EZB sowieso nicht hat. Aber noch nicht mal Leute mit Erfahrung in dem Bereich sind ja da noch tätig, weil dafür müsste man ja Leute aus der Pension zurückholen. Ja? Und die will man nicht zurückholen, weil die würden einem die Meinung geigen. Ja? Das heißt also, wenn das aktuelle Zinsniveau, obwohl es immer noch negative Realzinsen sind, führt dazu, dass wir jetzt zu einem Platzen der Blasen kommen. Die Immobilienblase ist geplatzt, die Anleihenblase ist geplatzt und die Aktienblase wird platzen. Und dieses Platzen der Blasen in Verbindung mit dem Sterben der Zombies wird dazu führen, dass die Banken in Schwierigkeiten kommen. Das heißt, wir werden hier die nächste Rettungswelle sehen. Das wird ein deflationärer Prozess in Gang gesetzt, denn die Schwierigkeiten der Banken führen zu einer Schrumpfung der Giralgeldmenge, die ja immer noch doppelt so groß ist wie die Zentralbankgeldmenge. Früher war es mal das Verhältnis 9:1. Also wir hatten 90% Giralgeld und 10% Zentralbankgeld. Heute ist es 1:2. Ja, das heißt also, wir haben nur noch 2 bis 3 Mal so viel Giralgeld wie Zentralbankgeld, was bedeutet, dass ein immer größerer Teil der Geldschöpfung staatlich ist und ein immer kleinerer Teil der Geldschöpfung privat ist in dem System, was eine Verdrängung der Marktwirtschaft durch die Staatswirtschaft auch beinhaltet. Ja, immer mehr Mittel werden planwirtschaftlich alloziert.
Und das ist sozusagen die halbe Strecke zum Vollgeldsystem, zum staatlichen, planwirtschaftlichen Vollgeldsystem schon zurückgelegt. Gold, Bitcoin, was? So, da kommen wir später dazu. Die Frage ist erstmal, was passiert jetzt? Also die Zentralbank wird in ihrer Reaktion überschießen. Sie muss ja irgendwie den starken Max markieren. Ja? Das wird dann zu einer riesigen Bankenkrise führen und diese Bankenkrise wird zunächst mal deflationär wirken. Dann werden die Schleusen wieder geöffnet werden müssen. Die Banken müssen gerettet werden. Die Liquidität muss geschaffen werden und die Zinsen müssen wieder runter, um das alles zu bewerkstelligen. Und erst danach kommt der nächste Inflationsschub. Der wird allerdings deutlich kräftiger ausfallen als der letzte, weil die Summen, die zur Rettung erforderlich sind, das zeigt die Erfahrung der letzten 25 Jahre, jede Krise erfordert doppelt so viel Geld wie die vorherige Krise. Sie müssen sich einfach nur anschauen, in welchen Schüben die EZB-Geldmenge gewachsen ist und die EZB-Bilanzsumme gewachsen ist. Mhm. Und wenn Sie nach der Regel vorgehen, und da gibt es auch andere Indikatoren, die zeigen, warum das doppelt so viel ist, nämlich die Verluste aus den Zombies und die Verluste aus den Anleihen, dann brauchen sie ungefähr 8 Billionen frisches Geld, um die Banken zu retten in Europa allein und nochmal die gleiche Summe in Amerika. Und das bedeutet, dass sie einen massiven Inflationsschub bekommen. Aber erst danach und erst mit einer gewissen Zeitverzögerung. Wie genau der zeitliche Ablauf ist, ist sehr schwer vorherzusagen. Ja, ich glaube aber, dass es nicht mehr lange dauern kann, bis unser Finanzsystem durch die Zinserhöhungen und durch die anhaltend hohen Zinsen, Nominalzinsen, nicht real, aber Nominalzinsen in ernsthafte Schwierigkeiten kommt. Zumal wir ja noch zusätzlich durch die europäische und auch durch die deutsche Gesetzgebung den Immobilienmarkt massiv zerstört haben. Dieses Heizungsgesetz bürdet ja den Immobilieneigentümern Kosten auf, die höher sind als das gesamte Eigenkapital aller Hausbesitzer und Immobilienbesitzer. Ja, muss man sich mal vorstellen. Das ist also im Grunde eine Totalenteignung. Das heißt, all diese Dinge kommen zusammen. Dazu kommt jetzt noch die Deindustrialisierung Deutschlands durch die falsche Energie- und Wirtschaftspolitik. Dazu kommt die überbordende Bürokratisierung und die Bürokratiekosten, die vor allen Dingen den Mittelstand erdrosseln. Dazu kommt die Arbeitsunwilligkeit der Menschen, die ja lieber Bürgergeld beziehen, als arbeiten zu gehen. Da kommt jetzt, das ist der perfekte ökonomische Sturm, der die EZB töten wird. Wir sagen es schon ganz lange, gerade in der Realwirtschaft sehen wir das ja in vielen Bereichen. Es gibt in Deutschland noch 15 Millionen Nettozahler, die das ganze System am Laufen halten, darüber hinaus, die ganze Europäische Union in Wahrheit im Laufen halten. Und da weiß man dann für sich ja dann, dass das ganze System einen Ablauf hat. Wenn wir wachsende Bevölkerungszahlen, eine wachsende Demografie in Deutschland hat, aber gleichzeitig die Übersterblichkeit zu hoch ist, also durch Zuwanderung mehr oder weniger das Ganze gelöst wird, dann weiß man ja, woher das kommt und dass das Spiel an und für sich ein Ende haben muss, in dem wir uns an und für sich noch befinden und uns eine politische Kaste, ganz egal, ob jetzt in der EZB oder in Regierungen uns sagen wollen, dass an und für sich ja alles gut ist und alles unter Kontrolle ist. Das sollte bei den meisten Menschen darin münden oder bei jedem vernünftigen Menschen darin münden, dass er sagt, okay, ich komme in die Eigenverantwortung, ich löse mich vom staatlichen Tropf in Form von Förderwesen, in Form von anderen staatlichen Maßnahmen und komme wieder in eine gewisse Maße, in eine Schaffenskraft hinein, die Unternehmertum ist, die Realwirtschaft ist und die an und für sich auch Eigenverantwortung kennt. Ein Wort, das für die meisten mittlerweile zumindest in der politischen Kaste ein Schimpfwort ist. Ja, also das ist völlig klar, das wird passieren. Das wird allerdings nicht freiwillig passieren. Das wird durch den Kollaps des Sozialsystems passieren und das Sozialsystem kollabiert infolge des Kollapses des Finanzsystems. Sie können nicht mehr genug Geld schnell genug drucken und an die Leute dranbringen. Ja? Sie werden massive Kaufkraftverluste erleiden. Sie werden merken, dass der Staat das Sicherheitsversprechen, das er ihnen gegeben hat, brechen wird. Er kann es nicht einhalten. Ja? Welche Sicherheitsversprechen ist stattdessen eigentlich haltbar? Ja, alles, was mit Eigenverantwortung zu tun hat. Also Familie, Leistung, Beruf, Karriere, ja, harte Arbeit. Das ist, ja, also man kann sagen, dass die Leute es auf die harte Tour lernen werden. Und die Lösung, ich meine, jetzt sprechen wir noch ein bisschen kurz über die Anlageklassen. Das interessiert ja viele Leute. Das hört sich ja, also wie ich sage, richtig krass an. Was davon zukommen wird, ist, sie reden auch von wenigen Jahren eigentlich, dass das passieren wird. Ja, was ist die Lösung dafür? Also wie kann man sich da, wie gesagt, sprechen mal vielleicht über Gold, ist irgendwie naheliegend, aber wie sehen Sie Bitcoin? Also es ist egal, wie schnell der Ablauf zwischen Inflation und Deflation, wie schnell das hin und her switcht. Ja. Die Einkommen der Leute werden weiter fallen. Und zwar egal, wie schnell oder langsam sozusagen dieser Prozess abläuft. Also ich kann nicht sagen, wann wir in die Deflation kippen und wann wir in die dann folgende Superinflation zurückkippen. Mhm. Das ist schwer zu sagen, aber ich kann sagen, auf der ganzen Wegstrecke dahin wird das Einkommen der Menschen kontinuierlich weiter fallen. Mhm.
Real, oder? Realfall. Real. Darum geht es ja nur. Nominaleinkommen gibt es keinen. Die Frage ist, was können sich die Leute kaufen? Mhm. Und wir haben ja jetzt schon seit Beginn dieser Krise vor etwa anderthalb, zwei Jahren einen massiven Rückgang des Realeinkommens der Menschen gesehen, um mehr als 15%. Und es geht weiter. Also es geht ungebremst weiter. Das ist übrigens mehr Einkommensrückgang als zu Beginn der großen Depression 1929-30 im Vergleichszeitraum. Damals ist es bei minus 42% in Deutschland geendet. Das wollen wir wahrscheinlich diesmal auch erreichen. Wie gesagt, ganz egal, was der Ablauf ist, ist, die Einkommen werden sich grob halbieren. Und diese Halbierung, die findet statt, nach meiner Überzeugung, in den nächsten 2 bis 3 Jahren. Eher 2 als 3. Und das wird dazu führen, dass der Schmerz so groß wird, dass eine marktwirtschaftliche Wende herbeigeführt werden kann. Ich glaube, dass wir Mehrheiten für eine marktwirtschaftliche Wende in Deutschland finden werden. Und dann wird es, ich sag mal so sein, dass wir eine Reformpolitik machen können. Und diese Reformpolitik, die muss nur radikal genug sein. Und dann werden wir das Land zu einem riesigen Liechtenstein umbauen. Dr. Krall, ich stelle jetzt eine Frage, die ich wenige Wochen bevor Herr Lindner Finanzminister wurde, ihm stellen durfte. Und zwar, ich stelle sie jetzt Ihnen, und vielleicht haben wir da den neuen Finanzminister vor uns sitzen, was, glaube ich, sich sehr viele unserer Zuseher definitiv wünschen würden. Aber die Frage ist ganz einfach, wie geht es dann mit Bitcoin weiter? Wie geht es dann mit Bitcoin und den ganzen Krypto-Assets weiter, digitale Zentralbankgeld? Wo geht die Reise dann mit einem Finanzminister Krall? Wo geht die Reise dann hin? Der Finanzminister hat sich aus dem überhaupt ganz rauszuhalten, egal wie er heißt. Noch meine das ist die Antwort, die ich hören wollte. Das geht den Finanzminister Bitcoin an. Ja? Der Markt kann das doch viel besser. Ja? Wenn der Finanzminister schon sagt, egal wie er heißt, was er davon hält, ob er daran glaubt oder nicht glaubt, ob er das fördern oder verbieten will, der soll einfach die Griffel davon lassen und den Markt machen lassen. Diese Anmaßung des Wissens, die geht mir gegen den Strich. Ich meine, dass ich schizophren bin beim Thema Bitcoin, das ist ja nur eine alte Geschichte. Das hat aber nichts damit zu tun, ob ich irgendwelche Ämter anstrebe. Ja, ich habe ja gesagt, ich kandidiere. Und natürlich kandidiere ich nicht, um dann irgendwie in der Opposition auf der Hinterbank zu sitzen. Ja, aber das ist ja gerade darum geht's. Wer jetzt was ändern will in diesem Land, der muss den Staat zurückdrängen. Der muss die Anmaßung des Wissens sein lassen. Ja, und ob die Bitcoin sich durchsetzt oder nicht, das weiß ich nicht. Wie gesagt, ich bin schizophren. Ja? Ich bin dafür, dass es alternativ zum Zentralbankwährungssystem gibt, dass Währungswettbewerb gibt, weil alles, was Wettbewerb schafft, ist, bringt die Zentralbank unter Druck, schränkt ihren Handlungsspielraum ein, macht ihnen Ärger. Und alles, was den Zentralbanken Ärger macht, ist per se mal gut. Ist genauso, wenn ich Pfarrer wäre, dann wäre ich dafür, alles zu fördern, was dem Teufel wehtut. Ja? Also als Christ bin ich das sowieso auch, muss ich nicht Pfarrer dafür sein, aber Sie wissen schon, was ich meine. Alles, was den Zentralbank das Leben schwerer macht, ist gut. Ja. Ich weiß aber nicht, ob die Bitcoin das System ist, das sich da durchsetzen wird. Ich habe an bestimmten Punkten meine Fragen, meine Zweifel, aber ob die berechtigt sind, das wird mir der Markt in den nächsten Jahren erklären. Perfekt, Perfekt, das ist genau das, für was wir stehen. Freier Markt, der Kapitalismus bzw. der Markt wird es eben regeln. Keiner soll sich einmischen. Bitcoin, unserer Meinung nach, könnte da schon eine große Rolle spielen. Und vielleicht noch eine abschließende Frage. Herr Dr. Krall, hört sich ja alles echt heftig an. Also wenn man es jetzt alles zusammenfasst, schon heftig, was die nächsten 2 bis 3 Jahre kommt. Haben Sie dann nicht ein bisschen Angst vor den Behörden oder beziehungsweise der Macht, die aktuell an der Macht ist, wenn da jemand kommt wie Sie, der echt was drauf hat und dann umkrempelt? Sie haben ja wahrscheinlich mein Interview mit Michael Ross dazu gelesen, was ich so die letzten 9 Monate alles erleben durfte. Von Hausdurchsuchung bis kurzfristige Festnahme am Flughafen, Durchsuchung bis auf die Unterwäsche, Beschlagnahmung meiner Akten, meiner Computer, meiner Telefone. Ich hab's als Zeuge wohlgemerkt, nicht als Beschuldigter in einem Untersuchungsfall, ja, in einem angeblichen oder tatsächlichen Kriminalfall. Ich weiß ja gar nicht, kann nicht beurteilen, wie da die Ermittlungsarbeiten laufen oder nicht laufen und ob da Substanz drin ist. Aber ich bin da nur Zeuge und trotzdem habe ich mir die wildesten Dinge gefallen lassen müssen. Und Sie können darauf wetten, dass ich mir die nicht hätte gefallen lassen müssen, wenn ich einfach nur ein stiller kleiner Bürger wäre, der seiner Arbeit nachgeht, braucht seine Steuern zahlt und die Klappe hält. Ja? Garantiert wäre das nicht passiert sonst. Ja, aber da kann ich Ihnen sagen, Angst ist ein schlechter Ratgeber für jeden, dem der Zustand der Gesellschaft am Herzen liegt und für jeden, dem der Zustand des Landes am Herzen liegt, dass er seinen Kindern mal hinterlassen möchte. Ich habe 4 Kinder großgezogen, ja, 3 Eigen- und 1 Pflegekind, die sind jetzt zwischen 28 und 34 Jahre alt
Und ich habe denen vor langer, langer Zeit ein Versprechen gegeben. Ich werde ihnen ein freies und wohlhabendes Land übergeben. Und ich bin jemand, der üblicherweise seine Versprechungen einhält. Wow. Mit Herz und Verstand gemeinsam durch den Umbruch. Das ist eines unserer Leitsprüche, einer unserer Leitsprüche bei Invest in Best, mit Herz und Verstand. Und ich glaube mal, wer Herz und Verstand darauf ein Stück weit hört, nicht unbedingt auf das Interview, ganz egal, was er für Ansichten hat zur großen Weltpolitik, zu den Finanzen etc., aber einfach auf den eigenen Verstand ein Stück weit hören, auf das eigene Herz ein Stück weit hören. Und ich glaube, dann kann man ganz, ganz viele richtige Entscheidungen im Leben treffen, die dann wieder dazu führen, dass sich Dinge wieder verbinden und die Spaltung Teile und Herrscher etwas zurückgedrängt wird, damit der Staat auch etwas zurückgedrängt wird und eben das freie Individuum sozusagen in der Gesellschaft wieder Bestand hat. Herr Dr. Greil, vielen, vielen Dank für das fantastische Interview und ganz, ganz wichtig, unser Buch Der Generationencrash zum kostenlosen Download für jeden. Haben wir 2019 geschrieben, stehen Dinge drinnen, die mittlerweile sich erfüllt haben und andere Dinge, von denen wir derzeit ausgehen, dass sie sich zeitnah erfüllen. In diesem Sinne, Videos sofort teilen, Kanal abonnieren, Glocke machen, Daumen nach oben und die letzten Worte für Sie, Herr Dr. Greil. Ja, vielen Dank für das Interview. Ganz herzliche Grüße an alle Ihre Zuschauer und Follower. Es war mir ein Vergnügen und ich rufe Sie alle auf. Werfen Sie Ihre Angst über Bord, werfen Sie Ihre Abneigung, aktiv zu werden über Bord, werden Sie aktiv. Nur Sie können unsere Gesellschaft zu dem machen, was sie sein soll, zu einer freien und wohlhabenden Gesellschaft. Und wenn ich Ihnen dabei behilflich sein kann, dann folgen Sie mir auf Twitter, @markus_krall. Dort versuche ich, die Botschaften um das Volk zu bringen, die vielleicht nützlich sind, um die Menschen dazu zu motivieren, ihre Freiheit zu verteidigen oder wiederzuerlangen. Besten Dank, Herr Dr. Krall. Bis bald, Leute. Bis bald. Tschüss.